Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder bei Avanti on Tour. Ich bin der Dirk und heute geht's in den Odenwald. Heute machen wir mal ein Video, das ist eine Mischung aus Reisevlog, ein bisschen Kultur, ein bisschen Technik und noch ein bisschen Hintergründe YouTube. Das packen wir alles in ein Video rein. Und erstmal muss ich jetzt auf die A3 nach Frankfurt und da sehen wir uns dann wieder. Ja, was will ich im Odenwald? Goldschmidt ist euch ein Begriff? Ja, wahrscheinlich. Ich habe morgen einen Termin bei Goldschmidt, um, wenn alles klappt, hier in den Hümer eine Vierkanal-Volllufthederung einbauen zu lassen. Das hatte ich in einem der letzten Videos schon mal angedeutet, dass wir da uns Gedanken drum machen. Und ja, vielleicht mal ganz kurz, wieso und warum. Kann erstmal sagen, warum nicht. Und wir machen die ganze Aktion keineswegs, weil das Fahrzeug, dieser Modern Comfort, in irgendeiner Form holprig wäre oder unkomfortabel oder das Fahrwerk irgendwie schlecht wäre. Im Gegenteil. Wenn man das Ganze mit dem Fiat vergleicht, war der Fiat, wie soll ich das jetzt sagen, sportlicher. Der war direkter, der war knackiger zu fahren. Der Sprinter und natürlich auch das von Hümer mit Alco entwickelter Chassis hinten ist weich. Also es ist sehr komfortabel, aber schon an der Grenze zur, ja, das kann man schlecht beschreiben, Trägheit. Also es ist irgendwie sehr weich. So, und das ist ein Grund, wo ich denke, vielleicht mit einem anderen Fahrwerk, dass wir da ein bisschen mehr Sportlichkeit reinkriegen. Das ist das eine. Dann zum anderen, klar, die Möglichkeiten, die man mit der Vierkanal-Vollluftfederung hat, das Fahrzeug zu nivellieren, ohne gelbe Keile und ohne Hubstützen. Und ja, der dritte Punkt ist dann natürlich die Frage, gewinnen wir auch noch ein bisschen Höhe? So, weil auch da bei manchen Stellen, seht ihr hier jetzt eingespielt, immer noch ein, zwei Szenen, da tun im Fall der Fälle 5, 6, 7 cm mehr Luft tun gut. Ja, jetzt die Frage, warum Goldschmidt? Ja, ist relativ einfach. Es gibt für das Hümer Super Light Chassis, also dieses SLC, gibt es tatsächlich im Moment nur einen Anbieter. Und das ist eben Goldschmidt. Ansonsten gibt es ja bei den Vierkanal-Vollluftfederungen auch noch VBR. Aber die haben für das Fahrwerk hier noch nichts entwickelt. Und das war dann auch der Grund, warum wir zu Goldschmidt gehen mussten. Ne, ihr wisst, wir haben eigentlich recht gute Beziehungen zur Firma Stäbler in Waghäusel. Aber Carsten konnte mir eben für das Fahrzeug hier nichts anbieten. Und dieses Fahrwerk von Goldschmidt darf nur von Goldschmidt selber oder von Goldschmidt Premium Partnern verbaut werden. Also damit war dann die Firma Stäbler raus. Und ja, das ist der Grund, warum ich dann heute schon mal Richtung Odenwald zuckele. Ja, noch ein Experiment. Dieses Video ist komplett gedreht mit der neuen DJI Osmo Action 3. Ich bin mal gespannt. Ich habe dieses Funkmikrosystem da jetzt auch mal wieder hervorgekramt. Da war ich nicht ganz mit zufrieden in den letzten Wochen und Monaten. Und hoffe, dass das jetzt auch vom Ton her einigermaßen besser wird.
Ja, manchmal kommen mir dann so spontan Ideen. Und zum Glück gibt es dann auch Firmen, die das Ganze noch spontan mitmachen. Wir haben ja vor einiger Zeit die Solaranlage hier einbauen lassen. Das Video habt ihr ja mittlerweile gesehen. Und was wir bei der Aktion nicht geschafft haben zu machen, ist eine Erhaltungsladung von den Aufbaubatterien zur Starterbatterie. So, jetzt bin ich hier auf dem Weg Richtung Aschaffenburg und müsste in Aschaffenburg dann rechts den Main hoch nach Waldürn. Aschaffenburg links liegt aber Schöllkrippen. Und in Schöllkrippen haben wir ja nun mal unsere liebe Firma Fraron. Also gerade kurz mit Roman telefoniert. Ich sag, du Alter, ich bin auf dem Weg hier runter. Ist das ein größerer Akt? Nö, nö, muss nur umgesteckt werden. Sag, alles klar, ich komme gleich. Also, neues Reiseziel eingegeben. Industriestraße 2A in Schöllkrippen. Und 75 Kilometer. Jetzt fahren wir erstmal zu Fraron. Ja, er hat den Kopf schon im Bodenfach. Fragt mich bitte nicht, was er da jetzt macht, aber ich glaube, er weiß, was er tut. Oder? Ich denke. Du denkst, ne? Ja, und während der Roman da unten im Bodenfach rumwühlt, hier nochmal der Hinweis: Mit Avanti 5 bekommt ihr übrigens auch noch 5% Rabatt, wenn ihr hier bei Fraron bestellt. Blend euch das unten mal in der Infobox ein und auch hier im Video. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon hier unten war, aber schon ein paar Mal. Es hat gerade fürchterlich geregnet. Jo, das war jetzt easy, ne? Keine 5 Minuten. Wir haben ja den Schaut 70 Ampere Ladebooster. Und der sollte jetzt eigentlich, sobald Strom von der Solaranlage kommt, den wohl auch weiterreichen an die Bordbatterie. Das muss ich jetzt mal kontrollieren. Eigentlich nur ein Schalter umzulegen gewesen. Also kein großartiger Aufwand. Jo, war jetzt wirklich eine Sache von 2-3 Minuten, ein bisschen gequatscht. Und jetzt fahre ich im strömenden Regen weiter. Jetzt muss ich nämlich wieder zurück nach Aschaffenburg und dann den Main hoch nach Waldürn. Und ich glaube, da machen wir irgendwo mal Kaffeepäuschen, ne? Weil so ein Tässchen Kaffee tut dann auch schon mal gut bei dem Wetter. Ein bisschen schief stehe ich hier. Einmal. Und oh, auf Anhieb die richtige Schublade aufgemacht. Man glaubt es nicht, ich bin lernfähig. Frische Luft. Ein bisschen. Übertreiben wollen wir. Und das reicht echt schon, wenn man das Fenster nur in kleinen Zacken aufmacht, dann zieht es direkt durch. Und den nächsten Mecker handle ich mir wieder ein, weil ich im September Mandelprinten gekauft habe. Ich konnte nicht dran vorbeigehen. Wie sagt Andrew Dippen immer, don't judge me. Was mut mut. Wasser. Es könnte uns schlechter gehen. So, dann gibt es jetzt mal Printen. Und ein Cappuccino. Und dann haben wir noch 40 Kilometer ungefähr bis Waldürn. Ja, ihr seht, ich habe zwischendurch immer mal wieder das Funkmikro an. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem besten Ton für unseren Kanal. Aber man macht sich manchmal keine Vorstellungen, wie schwer das ist. Aber wird schon. So, Prost.
das Navi mich natürlich mal wieder falsch gelenkt, weil ich stehe jetzt hier am Goldschmidt Test Center. Da will ich ja nicht hin, ne? Aber ich bin der Beschilderung nachgefahren und da ist für Unbefugte kein Eingang. Also fahren wir mal wieder zurück auf die Hauptstraße und navigieren nach Nase. Jetzt bin ich richtig. Das war auch eben nicht, das war nicht Walldürn, das war Hopfingen. Und da ist die Teststrecke. Und hier sind wir jetzt in Walldürn. Ja. Schon ein Riesenareal, vor allem die Menge an Plätzen, die da hinten haben. Das erklärt dann auch, warum ich hier schneller einen Termin bekommen habe als bei uns zu Hause in Polch. Polch war schon irgendwie im Januar mit dem Termin. Aber, das muss man sagen, laut ist es hier. Mal überlegen, ob wir hier heute Nacht bleiben. Ja. Eine Alternative gefunden, aber das war nicht ohne hier. Es ist nämlich ziemlich viel Baustelle hier mitten in Walldürn. Und ich stehe jetzt auf dem Womo-Stellplatz. Also es ist eigentlich ein Parkplatz, aber hier kann man auch mit Wohnmobilen stehen. Anscheinend auch für Umme. Einigermaßen gerade. Wenn man hier am Eck steht, naja, fällt doch ein bisschen nach hinten weg, aber dafür sind wir ja morgen hier, um das auszugleichen. So, es regnet schon wieder, deshalb gehe ich jetzt rein. Da scheint es auch eine Fern- und Entsorgung zu geben, da steht aber bei Park4Night, die würde nicht funktionieren, also, aber wir brauchen nichts. So, rein ins Warme. So, jetzt muss ich dann doch mal auf die Sony-Kamera zurückgreifen, weil jetzt wird es dann noch ein bisschen sehr dunkel hier im Wohnmobil für die liebe kleine Osmo Action 3. Man wird ja nie, wie sagt man, zu alt im Leben, um noch was Neues auszuprobieren. Ich bin jetzt 51, ich habe noch nie in meinem Leben was bei Lieferando bestellt. Never. Ich habe jetzt gerade eine Pizza bestellt hier in Walldürn. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Über die App. Bin total stolz, dass mir das gelungen ist. Wenn der dann irgendwann hier auch auftaucht. Ansonsten habe ich noch, glaube ich, habe noch irgendeine Verzweiflungshühnersuppe unten im Keller. Ansonsten der Kühlschrank, könnt ihr mal reingucken. Ja, na, also, das sieht, oh, kann man hier mal erzählen, das sieht ein bisschen armselig aus, aber für morgen früh das Frühstück wird es reichen. Ich habe mal alles eingetippt in die App. Also da kann man das jetzt sehen, ne? Lieferzeit bestätigt 37 Minuten. Ob das klappt? Ja, das hat ja mal super funktioniert. Das ist tatsächlich eine richtige Pizza. Muss mich ja so langsam schon auf den Sizilienurlaub vorbereiten, deswegen heißt die Pizza Mafia. Also, buon appetito. Lecker ist sie, aber verdammt noch heiß. Und ich habe eine bekackte Mücke hier noch drin aus dem Sommer. Die muss ich gleich noch irgendwie hier rauskriegen. Sehr lecker. Also. Jo, das war super lecker. Sind wir noch kurz mit der Maus telefonieren? Und dann gehen hier die Lichter aus. Morgen früh um 7 Uhr geht der Wecker. Und dann müssen wir hoch wieder zu Goldschmidt. Ans Werk. Ja. Und dann mal schauen, wie lange morgen der Einbau dauert. Und ob es überhaupt funktioniert. Das müssen wir noch gucken. Ja, weil im Kostenvoranschlag steht halt drin Serienbereifung 2025. Und wir haben ja die 245er drauf. Mal gucken, ob das alles so hinhaut. Bis morgen früh.